So, besser mit Stativ. Guten Morgen, heute ist der zweite Tag. Ja, wir waren gerade schon beim Frühstück, was sehr, sehr lecker war. Ja, und heute ist es ein bisschen bewölkt draußen. Es hat vorhin auch schon etwas geregnet, aber es ist trotzdem warm. Und das stört uns auch nicht. Ja, ich weiß gar nicht, was wir dann heute machen. Mal schauen. Ich denke mal, wir werden eh bloß rumchillen. Und ja, ich werde heute noch die Roomtour drehen, aber da warte ich, bis die Putzfrau da war, weil es sieht gerade ein bisschen chaotisch hier aus. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich immer erzählen soll, weil es gibt nichts zu erzählen. Aber naja, jedenfalls mal schauen. Ich werde mich im Laufe des Tages melden oder wie auch immer. Und ja. Ja, ich habe mich heute, glaube ich, bloß einmal gemeldet. Ja, wir lagen heute den ganzen Tag am Pool. Ich bin auch gut braun geworden, aber das sieht man jetzt hier irgendwie nicht. Aber doch meine Nase ein bisschen. Und ja, ich habe auch mein Buch schon durchgelesen, das erste. Und jetzt wollen wir noch mal kurz runter an den Strand. Wir wollen aber nur kurz zum Kiosk was holen. Und dann werden wir mal sehen, was wir noch machen. Übrigens hatte ich gar nicht erzählt, da ich ja bei dem Flug nicht so viel gefilmt hatte. Wir waren kurz bevor wir angekommen sind, beziehungsweise kurz bevor wir gelandet sind, hatten wir Turbulenzen. Ja, es wurde auf einmal sehr ruckelig. Und ja, naja, aber wir haben es ja überlebt. Und ich habe die Roomtour heute noch nicht gedreht. Vielleicht mache ich sie nachher noch. Egal. Auf jeden Fall hat es vorhin noch auf einmal mega gewittert, Donner, geblitzt, total Regen. Und danach war auf einmal so von einer Sekunde auf die nächste super gutes Wetter. Und ja, jetzt werden wir, wie gesagt, runtergehen zum Strand. Der Strand ist übrigens da. Sieht mega weit mit der Kamera aus, ist es aber nicht. Und ja, da würde ich sagen, gehen wir mal los. Aber die Kamera lasse ich jetzt hier. Weil ich habe gestern da schon ein bisschen dort gefilmt und wir wollen eh nur, wie gesagt, kurz was holen. Aber ich habe schon was sehr Cooles gekauft, deswegen denke ich mal, dass es wieder ein extra Haul geben wird. Aber ja, wir werden die Zeit auf jeden Fall sehr genießen hier und sehr entspannen. Und morgen wollen wir zum Strand vielleicht. Und da werden wir aber auch wieder den ganzen Tag nur liegen und lesen. Ja. Und ja, dann, ich habe gar nicht gesagt, in welchem Hotel wir sind. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann, aber hier steht JS Hotels. Wir sind JS Yate, ich habe keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Auf jeden Fall, das ist ein kleines, niedliches Hotel, auf jeden Fall sehr cool. Und hier unten ist der Eingangsbereich. Darauf könnt ihr gucken hier. Und wie gesagt, hinten ist der Strand. Und sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Und dann melde ich mich später oder morgen wahrscheinlich wieder. Genau. Im Übrigen habe ich das Buch jetzt fertig hier gelesen. Und das ist Whisper von Isabelle Abedi. Das war richtig, richtig gut, richtig spannend. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und das kommt jetzt erstmal wieder zurück. Hier rein und jetzt werde ich das hier anfangen von Elisabeth Scott. Love You, Hate You, Miss You. Bin ich auch mal sehr gespannt und freue ich mich schon anzufangen. Und mein Outfit of the Day ist das hier. Im Urlaub bin ich eh immer mega anders gekleidet. Einfach so eine Schlupi-Hose hier. Die finde ich aber mega schön. Und so ein weißes längeres Oberteil, weil es heute ein bisschen kühler ist. Ein weißes Bandeau-Top drunter. Eigentlich habe ich mal hier ein schwarzes drunter, aber ich habe jetzt hier das weiße gerade gehabt. Und Flipflops und ein Dutt, weil es warm ist. Beziehungsweise
Heute ja nicht so, aber meine Haare mich nerven. Und ja. Ich bin auf jeden Fall sehr entspannt, muss ich sagen. Ja. Merkt man wahrscheinlich auch schon, weil ich ein bisschen durchdrehe, aber okay. Ich sehe wahrscheinlich gerade voll verschlafen aus, weiß ich nicht. Weil ich gerade 2 Stunden geschlafen habe, weil ich mega müde war. Und jetzt bin ich gerade aufgewacht. Und meine Mutter ist schon runtergegangen, die hat auch geschlafen. Ja, gestern Abend waren wir, wie gesagt, noch unterwegs und ich habe auch einiges gekauft. Und wir haben uns übrigens fast ein bisschen verlaufen, weil wir auf einmal nicht mehr wussten, wo wir zurück müssen. Und weil es ja hier 1000 Einkaufsstraßen gibt und sowas. Aber wir haben zum Schluss doch zurückgefunden. Und ja, heute früh waren wir am Strand und ich bin so müde. Heute früh waren wir am Strand und dann noch ein bisschen am Pool. Und auf einmal fing es übelst an zu regnen, so für eine Minute. Und danach kam die Sonne wieder raus. Es war übrigens mega lustig, wie alle auf einmal vom Pool gestürmt sind, sowas. Es waren nur ein paar Tropfen, aber naja. Und ja, mal schauen, was wir heute noch so machen werden. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Wir entspannen einfach nur und das war's. Genau. Das hier ist mein Outfit für heute. Einfach so ein schönes Kleid. Das ist, glaube ich, von Family, genau. Ein Zopf und nur Wimperntusche. Und ja, das ist mein Outfit. Ich habe gerade ein paar Aufnahmen für ein Video gemacht. Ich hoffe, dass ich irgendwie so ein Mallorca Impressions Video machen kann. Also ich habe auf jeden Fall gerade schon ein paar Aufnahmen gemacht und will heute noch ein paar Aufnahmen machen. Vielleicht kommt genug zusammen für ein einzelnes Video, wenn ich schneide ich sie in die Vlogs rein. Aber auf jeden Fall, genau, meine Mama macht gerade ein Foto von einem Flugzeug. Oder allgemein von der Anlage, was steht gerade genau vor mir. Und ja, wir wollen dann nachher nochmal runter ans Meer, beziehungsweise an die Promenade. Da wollte ich auch nochmal ein paar Aufnahmen machen.